Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Astrid Gabler und ich darf Sie hier im Namen der Fuggerschen Stiftung ganz herzlich begrüßen, hier im H2 im Glaspalast in Augsburg und Sie zu Hause auf Facebook und YouTube. Das Fuggerforum hat sich zu einem beliebten Format in Augsburg gemausert. Regelmäßig kommen Sie, liebes Publikum, hierher zu einem Fuggerforum, ganz unterschiedliche Themen in ganz unterschiedlichen Formaten. Das sind Themen, die Fuggerschen Stiftungen für die sehr relevant sind und auch für die Fuggerei von zentraler Bedeutung und so auf das 500-jährige Jubiläum, was wir 2021 feiern werden, nun schon langsam hineinwirken und einstimmen. Heute ist es das Fuggerforum, der Zeitzeugentalk in der Reihe Fugger auf der Couch mit dem Thema, das für den Erhalt der Fuggerschen Stiftung und die Fuggerei existenzielle Bedeutung hat. Der Wald zwischen Idealismus und Geschäft. Ich freue mich, dass die heutige Debatte von dem allseits beliebten Moderator Horst Thieme moderiert wird und übergebe hiermit, Horst, die Bühne gehört dir. Was wird uns der Abend bringen? Vielen Dank, Astrid Gabler. Einen wunderschönen guten Abend auch an Sie. Es wird ein toller, es wird ein spannender Abend. Über allen Wipfeln, juhu. Ein unglaublich spannendes Thema, Wald. Ein Hype-Thema sondersgleichen. Wenn man Medien anschaut, keine Tageszeitung, keine Wochenzeitung, kein Monatsmagazin, das nicht mehrseitig in den letzten Wochen, Monaten irgendein Thema drin hatte. Ob jetzt die Hipster im Wald baden gehen wegen der guten frischen Luft oder Hambacher Forst. Es ist ein breites Spannungsfeld. Es ist ein Hype-Thema, es ist ein Medienthema, das in Zeitungen, in Büchern, in Talkshows besprochen wird. Bücher. Ich habe heute früh noch mal in Amazon nachgeschaut. Mehr als 30.000 Bücher sind aktuell lieferbar bei Amazon zum Thema mit dem Titel Wald. 30.000 Bücher. Darunter Bestseller von David Suzuki, Der Baum, ein Amerikaner, der über einen Baum geschrieben hat. Peter Wohlleben, der vielleicht das ein bisschen esoterischer angegangen hat, mit Das geheime Leben der Bäume. Dann Antworten, die darauf erschienen sind, und da haben wir heute auch einen Autor dazu eingeladen, dazu später noch mehr. Viele Bücher sind erschienen, viel wird über den Wald geredet, und heute Abend wollen wir das machen. Wir werden über Fakten reden, wir werden über Mythen reden, wir werden über Politik reden und wir werden nicht nur mit Fachleuten, sondern hoffentlich auch mit Ihnen reden, weil diese Diskussion nicht nur hier auf der Bühne stattfinden soll. Wir möchten das gerne zum Schluss auch öffnen und Sie einladen, auch Fragen zu stellen und mit zu diskutieren. Wir haben spannende Podiumsdiskutanten, Mitglieder von verschiedenen Gruppierungen, von verschiedenen Institutionen hier eingeladen, die heute mit uns diskutieren wollen. Darunter, ja, ich würde sagen mal, auch der Hausherr vielleicht des heutigen Abends als Vertreter für die fürstlichen und gräflichen Stiftungen, Alexander Graf Fugger Babenhausen. Schön, dass Sie da sind. Möchten Sie gleich rauskommen? Applaus für unseren ersten Diskutanten des heutigen Abends. Danke. Dann, und da sieht man auch, wie tagesaktuell das Thema Wald ist und dass es tatsächlich nicht immer ganz einfach ist, dass es tatsächlich brandheiße Geschichten sind, die momentan die Politik bestimmen. Wir hatten, Sie haben es in der Einladung gesehen, den Präsidenten des Deutschen Waldbesitzerverbandes eingeladen. Er muss tatsächlich zu einer Krisensitzung der Agrarministerkonferenz heute in NRW fahren, um dort zu beraten. Da geht es um Borkenkäfer, da geht es um Sturmschaden und Holzmarkt generell. Da haben wir gesagt, ja, wenn wir nicht den Vertreter vom Deutschen Waldbesitzerverband bekommen, dann müssen wir eine Stufe höher gehen, da werden wir noch exzellenter, da holen wir uns den wichtigeren, nämlich den Bayerischen Waldbesitzerverbandspräsidenten hierher, Josef Ziegler. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Große Klasse. Ja.
Dann haben wir uns gedacht, es würde uns gut tun, auch einen Biologen einzuladen. Er hat an der ETH in Zürich Biologie studiert. Er ist ein Autor eines Fachbuches. Ja, nicht das geheime Leben, sondern das wahre Leben der Bäume. Die Antwort, vielleicht eine Streitschrift, auch eine Korrektur eines Bestsellers, das geheime Leben der Bäume mit das wahre Leben der Bäume. Wir bitten auf die Bühne Torben Halbe. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann brauchen wir natürlich einen Vertreter des Naturschutzes und wir haben den Vorsitzenden des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern, VLAB, eingeladen. Das ist ein Verband, der gegründet wurde, um Wald zu retten. Es ging damals ganz konkret um den Hessenreuther Wald. Dort sollte eine Autoteststrecke gebaut werden, mitten in den Wald rein, um Autos im Kreis fahren zu lassen. Und da haben sich einige Bürger zusammengeschlossen. Es ist dann sehr schnell auf mehrere tausend Leute angewachsen. Man hat es verhindern können. Aus dieser Bürgerinitiative ist jetzt ein anerkannter Landesverband, ein Naturschutzverband geworden. Ich freue mich sehr, dass wir den Vorsitzenden da haben, Johannes Bratger. Schön, dass Sie da sind, Herr Bratger. Es ist ein sehr, sehr breites Thema. Ich habe schon in der Vorrede kurz angerissen, über was wir alles reden müssen. Wir haben gedacht, wir müssen den Abend ein bisschen strukturieren. Wir haben dem Abend vier Kapitel gegeben. Das erste Kapitel lautet, wem gehört der Wald und warum ist es eventuell wichtig, es auch zu wissen, dass der Wald irgendjemanden auch gehört. Das zweite Kapitel, Mythos Wald. Was beschäftigt uns am Wald? Woher kommt dieses urige Gefühl mit dem Wald? Und haben wir womöglich vielleicht auch ist notwendig, ein neues Narrativ, eine neue Erzählung über den Wald für heute zu bauen? Dann wichtiges Thema, vielleicht das größte Thema auch, Klimawandel. Was ist die Rolle des Waldes dabei? Er ist zum einen Opfer des Klimawandels. Wir haben viele Katastrophen auch in diesem Sommer erlebt. Er ist gleichzeitig aber auch ein großer Hoffnungsgeber für den Klimawandel und vielleicht eine Antwort. Deswegen werden wir über den Klimawandel sprechen. Und als letztes Thema, lieben wir den Wald kaputt? Machen wir denn das Richtige mit dem Wald? Schützen wir ihn denn richtig? Wie müssten wir eigentlich mit dem Wald umgehen? Für jedes dieser Kapitel werden wir einen kurzen Einspieler hier projizieren. Wenn Sie das schon auf den sozialen Medien im Internet verfolgt haben, haben Sie vielleicht auch schon ein paar andere Filmchen dazu gesehen. Es sind jetzt noch weitere Filme da, sehr schöne Filme. Wir haben einen Protagonisten in diesem Film, der in jedem Einspieler zu sehen wird. Und ich möchte ihn einfach, weil er heute da ist und eine so tragende Rolle hat in diesen Einspielern, auch nochmal persönlich vorstellen. Hartmut Dauner, können Sie bitte kurz rauskommen? Hallo Herr Dauner, schön, dass Sie da sind. Das ist ja jetzt live. Nachher werden Sie ihn dann nochmal in den Projektionen sehen. Sie leiten das Forstamt der Stiftung Waldes, ein ganz wichtiger Wald. Wo sitzt das Forstamt und wie groß ist der Waldbesitz? Also das Fuggersche Stiftungsforstamt sitzt in einer kleinen Gemeinde namens Landkreis Dillingen. Und das Stiftungsforstamt umfasst eine Fläche von rund 3200 Hektar und wir haben eine nachhaltige Nutzung von rund 31.000 Festmetern. Dass dies nachhaltig geschieht, dazu dient die Forsteinrichtung, das ist eine mittelfristige Planung, Inventur und Planung, die alle 10 Jahre stattfindet, sodass wir nicht vom Pfade der Tugend abweichen. Zu meiner Person: Ich bin studierter Landwirt und studierter Forstwirt, habe meinen Militärdienst im Mittenwald abgeleistet, 2 Jahre freiwillig und war 9 Jahre Beamter der Bayerischen Staatsforstverwaltung hier in Augsburg an der damaligen Oberforstdirektion, eingesetzt in der Forsteinrichtung, habe 1988 den rauen, aber warm haltenden Rock eines bayerischen Beamten ausgezogen und bin in den Fuggerschen Dienst getreten. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe viel Freiheiten. Ich habe von Anfang an geschaut, da wurde noch nicht vom Klimawandel gesprochen, den Wald umzubauen in stabilere, nadelholzdominierte Mischbestände, denn dieser Fuggersche Stiftungsforst ist in erster Linie ein Wirtschaftswald, der die finanziellen Interessen der Fuggerschen Stiftungen
erfüllen muss. Und das können wir nicht mit reinen Laubholzbeständen machen, da bräuchten wir die dreifach größere Fläche. Ich war 12 Jahre lang Diener mehrerer Herren, einmal seit 31 Jahren bin ich Leiter der Fuggerschen Stiftungsforstverwaltung. 12 Jahre war ich im Personalunion Leiter der Forstverwaltung der Stadt Augsburg und ich hatte einen dritten, das war die Waldbesitzervereinigung Region Augsburg e.V., die 2006 gegründet wurde. Einer der größten forstlichen Zusammenschlüsse in Bayern, Fläche rund 23.000 Hektar, 900 Mitglieder von ganz klein bis ganz groß. Das größte Mitglied ist die Stadt Augsburg. Und wir vermarkten im Jahr zwischen 140.000 und 150.000 Festmeter nachhaltig genutztes Holz aus unseren schwäbischen Wäldern. Vielen Dank. Danke, Herr Dauner. Hier noch live, wir sehen ihn jetzt auch gleich. Danke, Herr Dauner. Wir sehen Sie ja jetzt auch noch gleich hier auf diesem großen Screen und etwas, was ich immer gerne sage, Mats ab. Laut Definition des Bundeswaldgesetzes ist Wald jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Auch Wege, Lichtungen oder Holzlagerplätze zählen zum Wald, nicht aber zum Beispiel kleinere Flächen mit einzelnen Baumgruppen oder Hecken in der Flur oder im bebauten Gebiet. Für besondere Flächen wie Christbaumkulturen oder Parkanlagen in Wohngebieten gilt die Ländergesetzgebung. Sie können vom Waldbegriff ausgenommen werden. Der Wald in Deutschland umfasst 11,4 Millionen Hektar und damit ein knappes Drittel der Fläche Deutschlands. Bayern ist das Bundesland mit der größten Waldfläche, nämlich 2,6 Millionen Hektar. Nach Erhebungen der Bundeswaldinventur von 2011 und 2012 enthält der deutsche Wald mehr als 90 Milliarden Bäume. Aussagekräftiger ist aber als Kennziffer der sogenannte Holzvorrat. Denn der Holzvorrat sagt etwas über die Größe und Stärke und damit auch über das Alter und die Nachhaltigkeit des Baumbestandes aus. Der deutsche Holzvorrat beträgt gesamt 3,7 Milliarden Kubikmeter. Das ist mehr als in den Waldländern Schweden oder Finnland. Besonders hoch ist der Holzvorrat in Bayern, nämlich 403 Kubikmeter pro Hektar. Damit liegt Bayern weit über dem deutschen Schnitt von 336 Kubikmeter pro Hektar. Bayern hat also nicht nur viel, sondern auch sehr hochwertigen Wald. Wem genau, weiß ich nie, weil es ist halt, dass es ein Wald in Augsburg ist. Aber wem er gehört, ist mir auch ziemlich egal, solange ich hier ungehindert durchlaufen kann und meinen Spaß hier haben kann. Ich hätte jetzt auch gedacht, vielleicht ist da rechtlich gesehen die Stadt der Besitzer und dadurch ist es ein öffentlicher Platz. Also gehört da eigentlich auch wieder allen und niemandem. Ich weiß auch nicht, ob die Bäume wissen, wem sie gehören. Stimmt. Wir haben lustigerweise vorhin auch schon darüber gesprochen, warum das überhaupt Sieben-Tischwald heißt. Und ich komme von Augsburg, aber konnte es tatsächlich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Das ist der Sieben-Tischwald, der dürfte städtisch sein, Stadt Augsburg. Gehört das jemand genau oder gehört das alle? Ja, der Stadt Augsburg. 19% des Waldes gehören Körperschaften, also zum Beispiel Kirchen und Kommunen. 33% gehören Bund und Ländern. Der weitaus größte Anteil des deutschen Waldes gehört aber mit 48% den etwa 2 Millionen privaten Eigentümern. Allein in Bayern gibt es 700.000 private Waldeigentümer, die zusammen mehr als 54% des Waldes halten. Auch die Fuggerschen Stiftungen zählen dazu. Der Wald ist die Hauptfinanzquelle der Fuggerschen Stiftungen. Und das seit dem Jahre 1660. Und gäbe es diesen Wald nicht, gäbe es auch die Fuggerschen Stiftungen in ihrer heutigen Form als öffentliche Stiftung des privaten Rechts nicht mehr. Denn mit Hilfe dieser sicheren, stabilen Anlage in Grund und Boden, sprich in Wald, konnten alle Stürme der Zeit, die auf uns zukamen oder die auf unsere Vorgänger zugekommen sind, überstanden werden.
beeindruckende Zahlen. 2 Millionen Waldbesitzer in Deutschland, davon allein 700.000 in Bayern. Herr Ziegler, Sie vertreten einen Großteil von diesen 700.000. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja eine unglaubliche Anzahl von Waldbesitzern. Wirtschaften die alle damit produktiv? Wie funktioniert das? Ja, die Gruppe der privaten Waldbesitzer, die Hauptbesitzart sind in Bayern mit über 50%, die ist natürlich sehr heterogen. Und da gibt es wenig große, viele mittlere, einige mittlere und halt sehr, sehr viele kleine Waldbesitzer. Und der statistische Mittelwert einer Besitzschaft liegt bei 2,6 Hektar. Und das sagt dann schon einiges darüber aus, was es dann für den einzelnen Eigentümer bedeutet. Wenn Sie heute mit einem Hektar Wald 100 oder 150 Euro Reingewinn erwirtschaften können und Sie haben 2,6 als statistischer Mittelwert, dann ist es klar, dass es ein Großteil der Waldbesitzer für die Relevanz der Erträge aus dem Wald für das laufende Einkommen der Menschen eine untergeordnete Rolle spielt. Und dann gibt es halt andere Besitzer, die, wo es ganz anders ist, die wo die Relevanz das Einkommen zu generieren für die Familie sehr groß ist und wesentlich ist. Und die ganze Bandbreite dazwischen haben wir von bäuerlichen Waldbesitzern, wo eben der Wald nur ein Betriebsteil ist, bis zu dieser großen und immer größer werdenden Gruppe von ganz normalen Menschen, die halt einfach meistens durch Erbgang 1, 2, 3 Hektar Wald bekommen haben. Graf Fugger, Sie sind jetzt verwalten jetzt mit dem Stiftungswald einen nicht gerade kleinen Wald. Wir haben die Summe schon gehört, die Größe, die Bedeutung auch natürlich für die Stiftung. Können Sie so diesen sozialen Aspekt, den dieser Stiftungswald darstellt, für die Stiftung selber auch nochmal kurz darstellen? Ja, der Herr Dauner hat es ja kurz erwähnt, dass das, sagen wir, das finanzielle Rückgrat der Stiftungen ist. Und wir als Stiftung haben einige Stiftungszwecke, die wir heute nur bestreiten können, weil sie durch den Forst finanzierbar sind. Das Spannende ist, dass die Stiftung anfänglich als Kapitalstiftung strukturiert war. Also Jakob Fugger und dann auch andere Familienmitglieder haben quasi Liquidität zur Verfügung gestellt, um die Stiftungszwecke zu erfüllen. Aber nach dem 30-jährigen Krieg wurde vom damaligen Seniorat erkannt, dass das zu riskant ist. Und die Liquidität wurde genutzt, um Liegenschaften zu erwerben und quasi in die Forstwirtschaft einzutreten. Und das hat es uns ermöglicht, als Stiftung Hyperinflationen oder Weltkriege oder Krisen durchzustehen, weil wir es immer nachhaltig bewirtschaftet haben und weil der Rohstoff Holz, auch wenn manchmal mehr oder weniger gefragt, aber grundsätzlich von uns als Menschen ein wichtiger Rohstoff oder einen wichtigen Rohstoff darstellt und dementsprechend die Stiftung sehr, sehr dankbar ist, dass diese Entscheidung damals getroffen wurde. Ja, nachhaltig im besten Sinne des Wortes, wenn man sagt, der 30-jährige Krieg war der Auslöser, es existiert immer noch, es scheint ja auch zu funktionieren. Sehr interessant. Herr Bratka, eine Frage an Sie. Wir haben gehört, 700.000 Waldbesitzer allein in Bayern. Jetzt mal vom Gesichtspunkt des Naturschutzes, ist das eventuell zu kleinteilig, um das kontrollieren zu können oder hat das auch seine Vorteile? Wir kontrollieren nicht Waldbesitzer. Wir sehen in Waldbesitzern einen Partner, auf den wir zugehen, mit dem wir diskutieren, reden, den wir ins Boot nehmen wollen, um den Waldbesitzer von unseren Naturschutzideen zu überzeugen. Also wir sind keine Polizei, kein Kontrollorgan. Das überlassen wir anderen Naturschutzverbänden, Greenpeace und Co. Es ist diese Kleinparzellierung,
des Bayerischen Waldes. Muss nicht der Nachteil sein, das sehe ich auch nicht so. Wir haben es ja gerade gesehen in dem Einspieler, 54% der Waldfläche sind Privatwald. Und die biologische Vielfalt, die wir in Bayern noch haben, zeigt uns ja, dass das funktioniert. Es funktioniert seit dem Mittelalter, Neuzeit bis zum heutigen Tag. In Bayern sind Wälder immer noch die naturnahesten Landschaftsbereiche mit einer hohen Wertigkeit. Also, um Ihre Frage zu beantworten, auch Kleinparzellierung funktioniert, Naturschutz, wenn man auf die Menschen zugeht, nicht mit erhobenen Zeigefinger. Mhm. Da versteht, glaube ich, auch Ihr Verband und Ihr Verein, dass Sie das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machen. Herr Halbe, wie sehen Sie das Ganze jetzt aus der, Sie haben ja ein Buch geschrieben, das wahre Leben der Bäume, wenn man sieht, 700.000 Waldbesitzer in Bayern, man müsste eigentlich davon ausgehen, knapp jeder 10., 12. hier in diesem Raum, technisch gesehen, müsste Waldbesitzer sein. Warum braucht es dann eigentlich dieses Buch? Warum gibt es so viele Mythen? Also erstmal sind die Medienschaffenden vielleicht nicht so sehr Waldbesitzer. andererseits sind Mythen ja auch gut. Also es kommt darauf an, welche Mythen. Ich würde mich jetzt nicht generell gegen Mythen bezogen auf den Wald einschießen wollen, sondern sagen, die gehören auch zu unserer Kultur. Wichtig ist nur, dass der Mensch als Nutzer auch Teil dieser Mythen ist und dass es nicht zu Mythen kommt, wo gesagt wird, der Mensch ist böse und muss weg. Diese Mythen gibt es ja und vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt, dass wir einen Einspieler machen, um diese mal darzustellen, um mal zu sagen, was es so alles gibt. Können wir kurz den zweiten Film abspielen? Vielen Dank. Von der Hermannschlacht im Teutoburger Wald, über Josef von Eichendorffs Gedichte, von Grimms Märchen bis zum Waldvolkbegriff der Nazis und der kollektiven Angst vor einem Waldsterben in den 1980ern. Im Bewusstsein der Deutschen scheint der Wald schon lange eine mehr oder weniger mythische Rolle zu spielen. Aktuell erleben wir eine neue, emotional aufgeladene Walderzählung. Der Wald bestimmt die Bestsellerlisten, auf dem Buchmarkt genauso wie in Talkshows. Die neuen Mythen erzählen heute zum Beispiel von der Überlegenheit des stillgelegten Waldes oder des Buchenwaldes gegenüber einem bewirtschafteten Mischwald. Sie erzählen von einem geheimen Leben der Bäume, unterstellen den Bäumen Verhaltensweisen aus der Menschen- und Tierwelt. Da geht es um Buchen, die ihre Kinder stillen. Parkbäume, die ohne Onkel und Tanten leben müssen. Bäume, die Waldgemeinschaften bilden und sich umeinander kümmern wie Elefanten in der Herde. Die konventionelle Forstwirtschaft wird in dieser Erzählung zum Gegner, da sie diese angeblich einzig natürliche Ordnung des Waldes stört. Sozialforscher erkennen im Interesse an solchen Mythen eine verstärkte Sehnsucht nach Ordnung im Allgemeinen. Man könnte auch sagen, wo eine unübersichtliche Zeit den Einzelnen überfordert, soll der Wald wieder natürliche Struktur und Ordnung geben. Viele Forstexperten und Biologen sehen aber in der Emotionalisierung des Waldes eine große Gefahr. Damit werde ein Gegensatz zwischen Naturschutz und Waldwirtschaft aufgebaut, der gar nicht den Fakten entspricht, sondern auf diffusen Befürchtungen und gefühlsmäßiger Interpretation beruhe. Fakt sei etwa, dass Artenschutz und Klimaschutz im nachhaltig bewirtschafteten Forst besser zu gewährleisten sind als im stillgelegten Wald. Die Frage ist, brauchen wir nun eine neue Deutung für den Wald, die auf Fakten statt Emotionen beruht? Die Sehnsucht nach dem Wald, ja gut, wir Menschen belasten die Natur immer mehr. Wir entfremden uns der Natur. Und irgendwo ist dann doch noch im Hinterhalt die Sehnsucht nach einer unverbrauchten Natur, nach einem glücklichen Leben in der Wildnis bei manchen. Aber das ist nicht ganz so glücklich, denn wir sind relativ verwöhnt. Und wenn man die Träumer in die Wildnis stecken würde, würden sie spätestens nach 10 Tagen oder 3 Wochen, würden sie sich wahrscheinlich nicht mehr so nach der Wildnis und nach dem Ursprünglichen sehnen, weil viele
Dinge, die wir heute selbstverständlich nutzen, die gibt es dort nicht. Herr Halbe, Sie sind einer der Biologen, die entschieden, dieser Verniedlichung, Vermenschlichung oder Umschreibung der Bäume, der Natur entgegenschreiben. Das wahre Leben der Bäume haben Sie geschrieben. Was stört Sie an dieser Verniedlichung oder an dieser Darstellung von Elefantenherden, von Bäumen, die ohne Onkel und Tante aufwachsen? Also was mich am meisten an Herrn Wohllebens Buch gestört hat, ist, dass dieser Mythos als wissenschaftlich belegt dargestellt wird. Und das ist einfach falsch, und in der Naturwissenschaft kann man auch von richtig und falsch sprechen. Wie ich gerade schon gesagt habe, habe ich nichts allgemein gegen Mythen. Nur man sollte sie A, nicht Wissenschaft nennen, und man kann auch nicht nur mit Mythen operieren. Also wenn man den Wald genießen will, klar helfen Mythen dabei und sie formen auch unsere Kultur. Aber wenn man dann überlegt, wirtschaftlich zum Beispiel, wie wollen wir in Zukunft Ressourcen generieren oder wie wollen wir den Klimawandel bekämpfen, dann kommt man mit Mythen nicht weiter. Spätestens dann muss man mit Zahlen und Fakten operieren. Woher kommt dann diese Urwald-Sehnsucht des Deutschen oder der Menschen vielleicht generell her? Woher kommt diese Sehnsucht? Da würde ich zwei Hauptgründe ausmachen. Das eine ist die deutsche Romantik, die dann auch den Nationalismus befördert hat. In der Romantik gingen Leute ja auch schon in den Wald, um das Erhabene oder irgendwas zu finden, und das wurde dann später mit dem Nationalismus vermengt, und plötzlich war das dann nicht mehr nur der Baum, sondern der deutsche Baum und so weiter und so fort. Und sehr komplexe Geschichte, wo auch dann die Nazis mochten den deutschen Wald auch sehr, sage ich mal kurz. Also ich will das jetzt nicht ausführen, aber das kann man auch kulturgeschichtlich nachvollziehen. Der zweite Punkt ist dann eine Bewegung, die eher aus den USA kommt, diese Nationalparks-Bewegung, wo der Gedanke herkommt, Gebiete wirklich ganz aus der Nutzung durch den Menschen zu nehmen. Auch hierzu gibt es ja in Europa und auch in Deutschland Beschlüsse, 5% soll, glaube ich, als Fläche stillgelegt werden. Wer möchte etwas dazu sagen? Sie haben schon die Hand gehoben. Vielleicht nochmal, warum wir diese Romantisierung dieses unberührten Lebensraums haben. Ich glaube, diese Menschen in unserer hochtechnisierten Zeit, die sehnen sich, und die sehnen sich nach irgendwas, was nach einem Gegenpol zu dieser künstlichen Umgebung, in der sie sich jeden Tag befinden. Und ich glaube, da ist der Wald eine ideale Projektionsfläche zur Kompensation dieses komischen Lebens, das die jeden Tag führen, diese Menschen. Und da kommt der Wald ganz schnell in diese Falle, dass man was kompensieren muss, was einem im Alltag einfach fehlt. Herr Bartka, Sie haben auch gerade die Hand gehoben zur Flächenstilllegung. Eigentlich ist es nicht toll, zurück zur Natur, Urwälder in Deutschland wieder am Laufen zu haben. Wie sehen Sie das? In Deutschland, die letzten Urwälder, die es bei uns gab, das liegt ca. 1000 Jahre zurück. Ja. Bereits zu Beginn des frühen Mittelalters hat der Mensch den Wald genutzt. Er musste ihn ja nutzen. Stichwort Bienenweide, Zeitlerei bezeichnet man das. Er hat den Wald, das Holz genutzt, um Häuser zu bauen, als Energiequelle. Fazit, unsere Wälder wurden seit 1000 Jahren grundlegend umgewandelt. Es gibt keine Primärwälder, also keine Urwälder mehr in Deutschland, und in Europa muss man sie mit der Stecknadel suchen. Ja. Ein Beweis, dass das auch ohne Nationalpark gut funktionieren kann, wobei ich nichts gegen Nationalpark habe, ja, ist ja die Tatsache, dass die Arten, die man jetzt schützen muss,
ja, oder möchte, ja schon da sind. Also eine Forstwirtschaft konnte sie erhalten. Ne? Die sind trotz einer Forstwirtschaft nicht ausgestorben. Und diese ganze Nationalparkphilosophie, die stammt ja, wie Sie schon gesagt haben, aus Nordamerika. Dazu muss man zum Beispiel wissen, Kanada, diese großen Nationalparks, Jasper, Banff, ja, die haben Flächengrößen, wenn ich mich erinnere, Jasper, über 1 Million Hektar Wald. Der Wald der Bayerischen Staatsforsten hat nur 800.000 Hektar. Und die wurden gegründet 1858, ja, von Siedlern, die haben den Wert dieser Urwälder schon erkannt und dann wurden die gegründet. Bei uns in Deutschland, wir haben Wirtschaftswälder, wir haben eine Einwohnerzahl von ca. 230 Menschen pro Quadratkilometer, in Kanada sind es 4 Menschen. Also diese Nationalpark-Philosophie, die ich ja schätze, die auf Deutschland zu übertragen, auf ein dicht besiedeltes Industrieland, ist schon sehr verwegen. Darf ich da auch noch was dazu sagen? Also A finde ich 5% irgendwie etwas willkürlich, wie ist diese Zahl entstanden? Beziehungsweise, wenn man mal in der Praxis schaut, wo ist die höchste Artenvielfalt? Wo ist die Biodiversität? Da wurde jetzt gerade auch wieder eine Studie veröffentlicht. Die ist im Wirtschaftswald. Also das schon mal als erster Punkt. Die Naturschützer denken, sie müssen was unternehmen, um den Wald zu schützen vor was, dass er so sich weiterentwickelt. Ich meine, wir haben ihn ja geschaffen, wie er da ist, und er ist Wirtschaftswald. Sie haben es ja gesagt, das ist ja kein Primärwald. Also das ist der eine Punkt, dass eigentlich in der Bewirtschaftung die Artenvielfalt funktioniert. Der andere Punkt ist, und da gibt es viele Beispiele, auch wenn man nach Österreich schaut, wenn ich was aus der Nutzung nehme und sage, okay, der Mensch hat jetzt auf dieser Fläche mit Forstwirtschaft oder mit Eingriffen nichts mehr zu suchen, dann können Sie 10 Jahre später wieder hinschauen und dann ist halt kein Wald mehr da. Weil der Käfer sagt, das ist wunderbar, ich kann mich hier breit machen, und wir als Forstwirte oder die mit Forstwirtschaft zu tun haben, wenn Sie die Person fragen, wie der Sommer war, dann erzählen Ihnen alle mal, wie furchtbar der war, weil Sie die ganze Zeit geschaut haben, wo ist der nächste Käferbaum, und wenn ich den nicht möglichst schnell aus dem Wald bekomme, dann habe ich ein echtes Problem. Und diese Logik, wieso das nicht problematisch werden würde von den Menschen, die diese Stilllegung propagieren. Ich habe da noch kein Gegenargument gehört, insofern verstehe ich es nicht. Kann ich da direkt einhaken, weil es ja doch eigentlich sehr obskur ist, dass ein Widerspruch aufgebaut wird, eine Konkurrenz oder ein Streit aufgebaut wird zwischen Naturschützern und Waldbesitzern und Forstwirtschaft, die eigentlich den Begriff der Nachhaltigkeit ja ursprünglich schon vor vielen, vielen, nicht mal Jahrzehnten, sondern noch weiter zurückgehen, erfunden haben und eigentlich in die Welt gebracht haben. Die Nachhaltigkeit kommt ja eigentlich aus dem Wald heraus, auch aus der Begrifflichkeit. Wieso gibt es diesen Widerspruch? Sie selber haben ja gesagt, die Naturschützer, also es scheint ja diese Konfrontation zu geben. Ja, also das ist natürlich auch eine furchtbare Generalisierung, weil es gibt solche und solche. Wenn wir jetzt über Greenpeace sprechen, wurde ja vorhin auch genannt, da werden gewisse Theorien vertreten, und ich glaube, vor 5 Jahren sind die einfach in einen Wald und haben gepflanzte Douglasien rausgerissen und sind damit zum Ministerium gefahren und haben die auf die Treppen geworfen und haben gesagt, das ist kein heimischer Baum, wir wollen, dass ihr Buche pflanzt. Wenn Sie mit jemandem sprechen, der sich in der Forstwirtschaft auskennt, die Buche zu pflanzen, macht überhaupt keinen Sinn, weil die Buche sich natürlich verjüngt und die brauche ich nicht zu pflanzen. Und jeder Forst- oder jeder Waldbesitzer schaut drauf, dass wir Mischbestände haben, dass wir Laubholz haben, dass wir unterschiedliche Baumarten haben. Da kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf, auch bezüglich dem Klimawandel. Und dass dann eine Organisation meint, sie wüssten, wie man das machen muss. Bei uns im Betrieb stehen 150 oder 120-jährige Douglasien, aber wir haben vor über 150 Jahren schon damit angefangen, die zu pflanzen. Und
das ist ein Extrem, das ich nicht nachvollziehen kann. Wir machen viele Themen im Naturschutz. Das ist uns ja auch wichtig. Wir wollen ja Biodiversität im Wald. Wir haben viele Totholzbäume, weil wir da erkennen, was das für das Biotop insgesamt tut. Und wir haben auch tolle Partnerschaften mit Organisationen. Und uns liegt es ja auch daran, dass man lernen kann, wenn man zu uns in den Wald kommt. Aber vom Schreibtisch aus irgendwelche Theorien über die Waldbesitzer stülpen zu wollen, die aber in der Praxis deren Ziel gar nicht erreichen, verstehe ich nicht. Ja. Ich denke, der Begriff Nachhaltigkeit ist uns ein wenig entglitten. Ursprünglich ging es wirklich um Ressourcen, also dass man quasi das, was man jetzt aus dem Wald ziehen kann, auch in 100 Jahren oder so, 200 Jahren, wie auch immer, noch aus dem Wald ziehen kann. Aber inzwischen ist das so ein allgemeines Schlagwort wie Innovation, wie, keine Ahnung, all diese anderen sehr beliebten Wörter. Und Sie kennen das sicher, wenn ein Wort anfängt, alles zu bedeuten, bedeutet es eigentlich nichts mehr. Und jeder kann versuchen, das mit Bedeutung zu füllen, und das macht Greenpeace dann anders als die Forstwirte. Ich sehe, wir kommen in das Themenumfeld Klimawandel, Naturschutz. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns dazu ganz kurz einen Einspieler an und starten dann auch konkret in dieses Thema tief ein. Film ab. Schon heute sind Waldbesitzer vom Klimawandel direkt betroffen. Begleiterscheinungen wie Sturmschäden durch häufigere und stärkere Unwetter oder Borkenkäferbefall aufgrund zu großer Trockenheit stellen die Forstwirtschaft vor große Probleme. In unseren Wäldern gibt es im Grunde genommen zwei große Schadereignisse. Das ist einmal die Tatsache, dass wir immer wieder große Turbulenzen haben. In meiner Dienstzeit waren das schon etliche. Begonnen Wibke 1990, Vivien Wibke, dann 1999 Lothar. Dann gab es 2007 den Kyrill, dann gab es Niklas 2016, denke ich, oder 15. Und heuer bereits im Januar, gab es die Stürme Burg Lind und Friederike, die uns verschont haben, aber die in Mitteldeutschland 12 Millionen Festmeter Holz zu Boden geworfen haben. Und wenn solche Störungen auftauchen, ist natürlich auch der Holzmarkt massiv betroffen. Es gibt noch ein Problem, das sind natürlich mit steigenden Temperaturen gibt es ein paar Käfer, die im Wald große Probleme bereiten. Es gibt viele Schadinsekten, aber vor allem der Borkenkäfer ist natürlich in den Nadelholzbeständen, sprich in den Fichtenbeständen, ein Problem. Vor allem, wenn die Niederschläge fehlen. Das sind die zwei Hauptgefahren, Stürme, Käfer. Über die Frage, wie dem Klimawandel und anderen Herausforderungen zu begegnen ist, gehen die Meinungen auseinander. Ein Beispiel dafür ist der Streit um die Douglasie. In der Douglasie sehen viele Förster und Waldexperten eine ideale Ergänzung für Mischwälder in Zeiten des Klimawandels, während etwa Naturschutzverbände, aber auch die Grünen die Douglasie als nicht artgerecht für den deutschen Wald ablehnen. Ein Fremdländer aus Nordamerika, und zwar kommt die Douglasie vor an der Westküste zwischen dem Kaskadenkamm hoch zu den Rocky Mountains in verschiedenen Rassen und Varietäten. Und das ist eine sogenannte grüne Douglasie, die Viridis. Wenn Sie sehen, ist es ein Baum, der jetzt ca. 120 Jahre alt ist. Er hat alle Stürme überstanden. Fichten sind bestandsweise weggekippt, weil sie Flachwurzeln und weil sie zum Teil auch faule Wurzeln haben. Diese Douglasien sind ganz, ganz selten umgefallen, auch mit ihrer großen Krone, die ja sehr viel Wind fasst, haben die eine unheimliche Standfestigkeit. Sie kennen in diesem Alter auch keinen Schädling. Die Rinde ist massiv dick wie eine Panzerplatte. Wenn sie hier einen Borkenkäfer einbohren wollte, hätte er seine Probleme. Auf dem Weg zum Kambium würde er bereits verhungern. Dies und die Tatsache, dass der Baum einen Zuwachs hat, der vergleichbar zur Fichte um 20-30% höher ist, und das Holz eine vielseitige Verwendung im Baubereich, aber auch im Möbelbereich, im Innenbau hat, macht die Douglasie so interessant. Beim sogenannten Waldumbau für den Klimawandel geht es also für die Waldbesitzer nicht nur um Sachfragen, sondern auch um den Umgang mit Ideologien und Politik.
Glas, hier wurde schon angesprochen, der Umbau des Waldes, der Zukunft des Waldes. Bevor wir den ansprechen, vielleicht erstmal eine generelle Frage, wie geht es denn dem Wald aktuell? Also dem Wald geht es besser denn je. Die Vorräte sind höher denn je, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage in den Fakten, aber es hat eine Diversifizierung stattgefunden, es ist mehr Mischwald, wir haben keine einseitige Struktur, wie es in der Nachkriegszeit zum Großteil war. Insofern sind wir sehr glücklich mit dem aktuellen Zustand. Aber es wurde auch kurz erwähnt, durch den Klimawandel erleben wir immer mehr Stürme und auch heißere Sommer. Ich glaube, jeder hier kann das bezeugen von 2018. Das hat dazu geführt, dass wir aktuell eine wirklich große Krise in der deutschen Forstwirtschaft haben, aber eben nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Nachbarn in Österreich, in Tschechien. Zum einen, weil wir diese Kalamitätshölzer durch die Stürme hatten und jetzt obendrauf durch diesen heißen Sommer der Käfer floriert und viele Käferhölzer angefallen sind. Wenn man nach Tschechien rüberfährt, da ist ein echtes Waldsterben, was gerade stattgefunden hat. Wir reden da über fast 20 Millionen Festmeter an Kalamitätsholz. Das sind Summen, vielleicht um es ein bisschen bildhaft darzustellen, unser Sägewerk hier bei Landsberg, was der ein oder andere vielleicht auch schon mal von der Bundesstraße gesehen hat, ist eines der größten in Deutschland. Die können so 1,5 Millionen Festmeter in einem Jahr verarbeiten. In Tschechien liegen gerade 20 Millionen. Das ist auch der Grund, wieso der Baron Guttenberg heute sich eben leider entschuldigen musste, weil wir haben eine echte Notsituation, wo wir auch darauf angewiesen sind, dass der Staat unterstützt. Und ich befürchte, dass das kein Ausnahmejahr bleibt. Können Sie den Begriff Kalamitätsholz vielleicht nicht für jeden hier im Raum sofort verständlich kurz erklären? Also letzten Endes ein Holz, was ich nicht mich entschieden habe zu ernten und in die Vermarktung zu geben, sondern was durch einen Sturm zu Schaden gekommen ist oder was durch den Käfer im Grunde abstirbt und man es dementsprechend umsägen und aus dem Wald nehmen muss. Und dementsprechend ist natürlich auch die Verwertung des Holzes nicht ideal, weil vor allem beim Käferholz die Qualität natürlich darunter leidet. Sie sagen, Sie fürchten, es ist nicht das letzte Jahr und kein Ausnahmejahr gewesen, sondern dass das öfters oder jetzt die Regel werden könnte. Vielleicht einfach mal an den Präsident der Waldbesitzer in Bayern gestellt, die Frage, was sind die Maßnahmen, die hier vom Verband oder auch von einzelnen Waldbesitzern jetzt gestartet werden, um sich da zu wappnen? Der Wald hat ja zwei Eigenschaften. Er ist Opfer des Klimawandels, aber er ist ja vielleicht auch die Lösung. Ja, was brauchen wir? Wenn wir diese Entwicklung des Klimawandels analysieren, stellen wir fest, dass wir eben immer mehr Extremwitterungsereignisse bekommen, die unsere Arten, die da draußen stehen, vor großen Herausforderungen stellen. Und es muss im Prinzip ein Prozess der Risikominimierung einsetzen, der Bewirtschafter, und diese Risikominimierung erfolgt durch Mischung, durch den Anbau oder durch die Risikoverteilung auf mehrere Baumarten. Und deshalb machten zum Beispiel auch die Bayerischen Staatsforsten ihr Vierbaumkonzept, dass sie sagen, okay, jeder Wald sollte mindestens vier Baumarten haben, wenn wir ihn verjüngen. Und das empfehlen wir im Prinzip auch allen Waldbesitzern. Wir brauchen, glaube ich, ein feineres Mosaik an gemischten, stabilen, klimatoleranten Baumarten, um die Betriebsrisiken für den Eigentümer zu minimieren. Und ich komme jetzt dann nochmal auf die Douglasie zurück.
wenn es so ist, dass wir irgendwo 1, 2, 3 Grad höhere Durchschnittstemperaturen bekommen, dann ist es zwingend notwendig, dass wir heute aktiv Versuche machen, aktiv auch anfangen, neue Baumarten, die, von denen wir wissen, dass es funktioniert, in die Bestände einzubringen. Und eine hochinteressante Baumart ist die Douglasie, da wissen wir schon sehr viel drüber. Und da könnte man vielleicht auch von der Baumhasel bis zur Zeder Versuche machen, um diese Diversifizierung unserer Risiken voranzubringen. Das ist meine Empfehlung. Und dann kollidiert das natürlich mit traditionellen Käseglocken-Naturschutz, die Nervenanfälle bekommen, wenn dann ein Fremdländer, wenn das nicht ein heimischer Baum ist, sondern wenn das halt ein Baum ist, der bewiesen hat, dass er diese anderen Klimabedingungen bereits kann. Ja, und da sind wir schwer am Diskutieren, dass wir die Leute überzeugen davon, dass es ohne zusätzliche Baumarten, die vielleicht vorher bei uns nicht da waren, weil wir bisher ein anderes Klima hatten, dass wir eben diese neuen Baumarten brauchen. Und diese Käseglocke bringt uns da überhaupt nicht weiter. Und ich finde, nach 150 Jahren darf man ja auch eingebürgert werden, oder? Ab wann ist sie denn dann heimisch? Also diese Fremdenfeindlichkeit, die brauchen wir im Wald nicht, wenn man weiß, dass das leistungsfähige, wertvolle Mitglieder dieses Mischwalds, den wir da brauchen, sein können. Ich versichere Ihnen, dass wir das auch in der Stadt nicht benötigen und nicht nur was Bäume angeht. Aber jetzt mal den Biologen gefragt, es geht ja zum einen um den Bestand der Wälder und was können Forstbesitzer, Waldbesitzer machen, um diesen zu erhalten. Das Ganze hat, ich habe ja gesagt, Opfer zum einen vom Klimawandel ist der Wald, zum anderen muss er auch die Lösung bieten, nämlich Kohlendioxid zu binden, die CO2-Last nach unten zu treiben. Deswegen gibt es ja die verschiedensten Konzepte. Wie sehen Sie die Rolle des Waldes mit der CO2-Speicherung an? Das ist ja auch ein Teil dieses Stilllegungskonzeptes. Was ist Ihre Antwort dort? Es ist eigentlich offensichtlich, dass der bewirtschaftete Wald, also der nachhaltig bewirtschaftete Wald, am meisten Kohlenstoff binden kann. Und zwar liegt das vor allem an der Substitution. Das heißt, ich ersetze klimaschädliche Stoffe wie Plastik, wie Stahl, wie Beton durch Holz. Und dadurch spare ich Kohlenstoff. Also nicht nur ein. Wald anpflanzen, sondern auch Wald nutzen und den Rohstoff nutzen, um andere klimafeindliche Stoffe zu ersetzen, wie Beton, wie Stahl. Genau, weil vor Ort kann ein Wald nur eine begrenzte Menge Kohlenstoff speichern. Das kann man sich vielleicht wie so ein Glas vorstellen. Solange noch Luft nach oben ist, wo die Bäume noch hinwachsen können, wird Kohlenstoff gespeichert, aber irgendwann ist der Standort sozusagen voll und danach gleichen sich Kohlenstoffausstoß und Kohlenstoffeinlage aus. Gleichzeitig hat man dann bei so einem ganz ausgewachsenen Wald so ein bisschen so ein Pulverfass, weil wenn dann was passiert, wie Waldbrand oder so, ist alles sofort wieder in der Atmosphäre. Wenn ich das Holz vorher genutzt habe, um was Sinnvolles damit anzufangen, wie Stahl zu ersetzen, dann ist es sicher davor. Und nicht zu verbrennen, sondern in Möbeln, in Häusern, in Brücken, was weiß ich, zu verwenden. Also verbrennen ist am besten dann, nachdem es anderweitig genutzt wurde. Mhm. Weil das heißt Kaskadennutzung, man nutzt es zuerst stofflich und ganz am Ende energetisch. Zusätzlich fallen auch Abfälle an bei der Holzverarbeitung, die man auch theoretisch verbrennen kann. Herr Bartke, Sie haben gerade die Hand gehoben. Ich teile die Meinung meines Mitdiskutanten, dass ein Wirtschaftswald
viel CO2, mehr CO2 bzw. Kohlenstoff zu binden vermag als ein nicht bewirtschafteter Wald. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass wir in Deutschland, gucken Sie mal auf die Landkarte, Deutschland, dieses kleine Land, die deutsche Forstwirtschaft, wird das Klima nicht retten können. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, meine Damen und Herren, jährlich werden 14 Millionen Hektar Wald weltweit vernichtet. 14 Millionen Hektar. Der deutsche Wald hat eine Größe von 11,4 Millionen. Also jährlich wird mehr Wald vernichtet, als die deutsche Waldfläche ist. Schwerpunkt tropische Wälder Afrikas, Asiens, Südamerika, aber auch die borealen Nadelwälder in Russland oder die ganze nördliche Hemisphäre. Solange diese Walddevastierung jedes Jahr stattfindet, seit zig Jahren, können wir den Klimawandel nie unter Kontrolle bekommen. Und da nützt es auch nichts, wenn wir in den Wäldern das hinstellen, was im Wald nicht reingehört, nämlich Windräder. Diesen Punkt möchte ich auch noch einmal explizit ansprechen. Ja. Wissen, dass, verehrter Graf, auch in Ihrem Wald Windräder stehen. Ja, aber Sie sehen ja, was wir mit den Erträgen dann mit der Stiftung veranstalten können. Ja, gut. Darf ich da noch einen Satz dazu sagen? Ich wollte Ihnen eben noch den Ball geben zur Forstwirtschaft und ja. Der Holznutzung auch noch. Es ist so, wir produzieren, glaube ich, 60 Millionen Festmeter Holz im Jahr aus deutschen Wäldern. Wir importieren fast noch mal das Doppelte. Also der Bedarf für Holz in Deutschland ist 150 Millionen Festmeter. Wenn wir Fläche aus der Produktion nehmen, logischerweise müssen wir dann noch mehr importieren. Diese importierten Festmeter kommen oft aus dem borealen Wald oder zumindest aus Regionen, die sicherlich nicht den Qualitätsanspruch in der Forstwirtschaft oder in der Nachhaltigkeit haben, wie wir das in Deutschland haben. Da gibt es nämlich eigentlich, ich weiß nicht, ob es noch an, also unsere direkten Nachbarländer vielleicht, aber die Art und Weise, wie wir hier Forstwirtschaft betreiben, wir haben es ja auch angesprochen, wir haben ja Nachhaltigkeit definiert. Und klar gibt es gewisse Zertifizierungen für Wälder in Sibirien etc. Aber ich richte eigentlich, wenn mir die ganze Welt wichtig ist, richte ich eigentlich mehr Schaden an, wie wenn ich sage, wir versuchen wirklich das zu produzieren, was wir auch bei uns, was uns die Natur hier auch schenkt. Und wir übernutzen ja nicht. Ich habe es ja vorhin kurz gesagt, unser Vorrat ist größer denn je. Der Wald wächst mehr als das, was wir ihm jedes Jahr entnehmen. Ja. Eine Sache noch. Dazu kommt, dass in Deutschland das Holz, weil es wärmer ist, viel schneller wächst als im borealen Nadelwald. Das heißt, der boreale Nadelwald vielleicht auch nochmal ganz kurz erklärt ist. Das ist der Wald, den Sie zum Beispiel in Schweden oder Finnland haben. Also borealer ist einfach Norden, nördlich und das ist Schweden, Finnland, Sibirien, all das. Und wenn Sie da einen Baum fällen, dauert es einfach viel, viel länger, bis der wieder so groß ist, wie er war. Und hier geht es schneller. Das heißt, wenn man auf lange Zeit rechnet, ist das noch ein Grund, in Deutschland Holz anzubauen und zu nutzen. Also wir hier in Augsburg sind im Schlaraffenland, wenn es darum geht, wie hochleistungsfähig die Standorte sind. Also wenn wir anfangen, die leistungsfähigsten, produktivsten Standorte, die wir in Europa haben, nicht mehr das Potenzial zu nutzen, auch was diesen Rohstoff angeht, und dafür lieber von anderen Regionen der Erde den Rohstoff herkarren, dann ist uns nicht mehr zu helfen. Dann ist uns wirklich nicht mehr zu helfen. Auch im Hinblick auf den Klimaschutz. Das ist ein hochproduktiver Ort, um Holz zu produzieren, um den Rohstoff Holz zu produzieren. Und wenn wir über Nachhaltigkeit und Klimaschutz nachdenken, dann geht es auch darum, dass wir vor Ort einen klimaneutralen Rohstoff produzieren könnten. Und dieses dann in Frage zu stellen, ist das Gegenteil von Klimaschutz. Ein Minisatz noch dazu, weil wir reden ja von Produktion und so weiter. Für viele Menschen, die stellen sich dann vor, ach, das ist Plantagenwirtschaft und ich weiß nicht was. Also Produktion in der Forstwirtschaft ist das, was jeder Erholungssuchende heute sieht. Das ist ein Mischwald, der unterschiedliche Altersklassen hat, der unterschiedliche Baumarten hat, der eine hohe Biodiversität hat. Insofern
das ist nicht eine Plantagenwirtschaft, die ja viele andere Länder machen, sondern wir nutzen das, was wir heute auch als schönen Wald objektiv werten und was auch der Städter, der vielleicht gewisse Unterschiede in Naturschutzpunkten hat, aber den nimmt er auch so wahr, wie er ist, und das ist schön. Ganz kurz übersetzt, als Nutzer, als Käufer von Holzwaren, lokale Hölzer, zertifizierte Hölzer eventuell benutzen, auf was kann man denn dann überhaupt achten? Die Zertifizierungsdiskussion ist eine ganz komplexe. Wenn PEFC draufsteht, haben Sie das richtige Produkt gekauft. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich um heimisches Holz handelt. Okay. Sie wollten noch etwas reinwerfen? Ich wollte nur erwähnen, dass gerade auch unter dem Aspekt des Artenschutzes, der Biodiversität, der globalen Biodiversität, dass jeder Stamm, die Forstpartie drückt es ja in Kubik oder Festmeter aus, der bei uns nachhaltig, natürlich mit gewissen Naturschutzstandards, Totholz, so wie Sie das, Graf Fugger, ja praktizieren, vorbildlich in Ihren Waldungen, jeder Stamm, der bei uns geerntet wird, muss nicht, oder in Mitteleuropa, der muss nicht aus den Tropen oder in diesen, oder aus den borealen oder aus den nordischen Wäldern geerntet werden, wo er mit viel weniger Sorgfalt geerntet wird, die keinen so hohen Standards haben als die mitteleuropäische oder deutsche Forstwirtschaft. Das dient letztendlich auch dem globalen Arten- und Biodiversitätsschutz. Das muss man auch wissen, ja, dass Flächenstilllegungen im übertriebenen Maß sich negativ auf den globalen Artenschutz auswirken. Lassen Sie uns zum letzten Thema des Abends rübergehen, der heißt: Lieben wir den Wald kaputt? Lieben wir ihn zu sehr, dass wir womöglich aus Liebe zu der Natur vielleicht auch manchmal das Falsche machen? Film ab für den letzten Film. Leider Gottes ist es so, die Masse der Bevölkerung, die Masse der Waldbesucher verhält sich anständig und sauber, aber es gibt immer wieder welche, die den Ruf schädigen. Und der Wald, gut, der schweigt, und durch Zufall kann man vielleicht den einen oder anderen aufdecken, und das ist dann relativ teuer und empfindlich, aber wir haben schon ganze Wohnzimmereinrichtungen, Schlafzimmereinrichtungen, Bauschutt gefunden, der einfach in den Wald hineingekippt wird und zum Teil auch auf die Wege. Es ist nicht schlimmer geworden, aber es kommt immer wieder vor. Und in Stadtnähe ist es eher schlimmer. Da gibt es natürlich alle möglichen Exzesse. Ich würde sagen, die vom normalen Menschenverstand Rechte und Pflichten, also wenn ich halt Müll produzieren würde, dass ich den auch wieder mitnehme. Das wäre jetzt mal so das Naheliegendste, dass ich vielleicht keinen Baum rausreiß und mitnehme. Zelten im Wald ist verboten, Feuer machen im Wald ist verboten. Man sollte, wenn möglich, jetzt auf den öffentlichen Wegen halt bleiben und solche Dinge. Ja. Ich glaube, man darf offiziell kein Holz mitnehmen oder Moos, natürlich was man nie Müll macht. Hinterlassen. Aber was ich für Rechte habe, das Trinkwasser darf ich hier trinken. Mich der Natur erfreuen. Man sollte eigentlich normalerweise nur auf den Gehwegen gehen, also die vorgezeigten Wege, und nicht unbedingt im Gebüsch und Tiere aufscheuchen oder sonst was. Also das sind so die Normalitäten, würde ich sagen. Prinzipiell, glaube ich, wenn man auf die Natur achtet, dann achtet man, also dann verstößt man, glaube ich, auch nicht allzu viel gegen diese Regeln. Aber ich kenne sie nicht explizit. Ich habe in früherer Zeit, als es den Biber hier noch nicht so gab oder überhaupt nicht gab, gerne Feuchtbiotope und kleine Teiche im Wald angelegt. Weil Wasser gehört in Wälder hinein. Aber ich mache es nicht mehr, weil ich mir bei dieser Aktion ins Knie schieße. Denn kaum habe ich einen Biotop angelegt, ist der Biber da. Und der macht natürlich enorme Schäden.
Und alles, was hier noch grün ist, das sind Roteichen, mit viel Aufwand gepflanzt, dann erzogen, bislang eigentlich nur ein Kostenfaktor. Die sind alle mit Drahthosen geschützt, sonst wären die auch schon nicht mehr. In einem wirtschaftlichen Wald stellt er schon eine Belastung dar. Die Gesellschaft will den Biber, wir haben auch nichts dagegen. Aber wenn die Gesellschaft etwas will, dann darf es nicht nur mit der Sozialpflichtigkeit des Eigentums begründet werden, dann soll die Gesellschaft die dem Eigentümer entstehenden Schäden auch ersetzen. Das ist leider nicht so. Es gibt so eine hohe Biberpopulation, dass so eine Fläche, wenn sie mal biberfrei ist, sehr schnell wieder besiedelt wird. Im Grunde genommen müsste man den Biber nachhaltiger bewirtschaften. Das ist mein Vorschlag. Nachhaltiger bewirtschaften, ja, das ist sehr schön. Anscheinend kennt der Biber seine Rechte, aber noch nicht so seine Pflichten. Ich glaube, ich bin damit aufgewachsen, wie Sie vielleicht auch, dass Biber vom Aussterben sind und dass man sie schützen muss. Anscheinend der große Naturgestalter, so wird er, glaube ich, auch genannt, ist mittlerweile, wenn man die Medien verfolgt, durchaus auch eine Plage geworden, hat überhand genommen, muss bewirtschaftet werden. Die Frage jetzt aber an den Naturschutz und Sie als Stellvertreter dafür, gibt es, schlagen da nicht zwei Herzen in einer Brust? Zum einen schön, dass es den Biber wieder gibt, zum anderen aber er greift vielleicht auch zu stark jetzt in die Natur ein. Kann man auch beim Naturschutz etwas gut meinen, aber falsch machen? Sie haben es gesagt, der Biber ist das klassische Beispiel für einen falsch verstandenen Naturschutz. Der wurde vor vielen, vielen Jahren bei uns durch einen Naturschutzverband ausgewildert, wieder eingebürgert. Aber man vergaß, einen Plan zu machen, ein Konzept, was geschieht, wenn die Population stark zunimmt. Was machen wir da? Er wurde in einer Landschaft in Deutschland, eines der dicht besiedelsten Länder Europas, ausgewildert. Und jetzt hat man eben kein Konzept und jetzt geht er zu Schaden. Ja, der Biber richtet Riesenschäden an. Wo also ich herkomme, vor kurzem sah ich ein Schild von einem verzweifelten Waldbesitzer. Liebe Waldbesucher, bitte schont unseren Wald, esst mehr Biber, stand drauf. Ne? Also der geht zu Schaden. Und es gibt natürlich schon Abschussgenehmigungen zwischenzeitlich. Früher hat man ihn eingefangen, aber klassisches Beispiel für falsch verstandenen, nicht bis ans Ende gedachten Naturschutz. Das könnten wir jetzt mit anderen Beispielen den ganzen Abend füllen. Putziges Tierchen, aber der Forstdirektor von Graf Fugger hat es ja schön ausgedrückt, er bedarf eines Managements. Wir haben ja das große Thema am Anfang gehabt, was passiert alles im Wald? Teilweise wird Schutt abgeladen, Mountainbiker donnern querfeldein, Leute campen womöglich. Nimmt das überhand? Ist das ein Trend oder ist das gar nicht so zu beobachten? Also ich denke, dass es durchaus ein Trend ist, dass die Naherholung im heimischen Forst zunimmt. Was ich auch, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich meine, der Wald ist schön, das weiß ich, und mehr Leute merken das. Was aber durchaus ein bisschen problematisch ist, ist, wenn die Freizeit, sagen wir, direkt ausgeübt wird an Plätzen, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist. Da gibt es Beispiele, Geocaching zum Beispiel, wo GPS-Punkte definiert werden, teilweise auf 4, 5, 6 Meter Höhe im Wald. Und das Spiel ist dann, diese Punkte zu finden oder auch im Mountainbiking und ähnliches. Wobei ich sage ja nicht, dass das nicht eine spannende Freizeit ist, aber ich finde es sinnvoll, wenn man dann gemeinsam mit dem Eigentümer oder mit der Kommune oder mit den Bayerischen Staatsforsten sagt, wir definieren jetzt,
ein Mountainbiking-Path hier oder eine Region, wo ihr Geocaching machen könnt. Bitte tut es nicht zu der und der Jahreszeit aus den und den Gründen oder bitte tut es nicht in der und der Dickung, weil dort, ich weiß nicht, die Schweine drin sind oder jetzt mal als Beispiel. Also, dass man es gemeinsam entwickelt und wir sind da nicht dagegen, aber wir sind definitiv dagegen, wenn unser Wald dadurch zu Schaden kommt. Und es gibt immer wieder Fälle, auch neulich hier im Augsburger Raum, wo dann so eine Mountainbike-Thematik bis zum Gericht sich hochschaukelt. Und ich mich dann teilweise auch wundere, wie weit greifend solche Dinge dann interpretiert werden können, anstatt dass man gemeinsam einfach ein Konzept entwickelt. Also Appell, Kommunikation, Offenheit. Ja, und der Herr Dauner hat da viel Erfahrung eben auch in seiner Verantwortung, als er hier bei der Stadt Augsburg war. Weil das ist durchaus ein ganz wichtiger Punkt für die Stadt Augsburg, dass die Forstflächen eben explizit für die Erholung genutzt werden und dass da auch Akzente gesetzt werden, ob das in der Pädagogik ist oder einfach, da kann die Freizeit gefördert werden. Wir als Stiftung oder ich auch als Privatwaldbesitzer bin auch bereit, solche Akzente zu setzen, absolut. Das gehört auch dazu und ich finde es ja auch schön, wenn solche Sportarten entstehen, die klingen ja lustig. Ja. Herr Ziegler, ist das ein Stadtproblem oder ist das ein generelles Problem? Ja, also ich glaube, so wie ich das beobachte, ist es natürlich da, wo viele Menschen sind, gibt es mehr Probleme. Und das ist nun mal im Umgriff von den großen Ballungsgebieten, wo es schneller zu Konflikten kommen kann. Es gibt aber auch im Hochgebirge sehr intensiv besuchte Bereiche, wo es vielleicht auch zu Konflikten kommen kann. Aber in den großen, auf der großen Fläche ist dieses Thema Konflikt Waldbesitzer, Waldbesucher meistens unkompliziert lösbar. Problematisch wird es halt nur, wenn dieses in der Verfassung stehende freie Betretungsrecht irgendwann einmal zu einer Landnahme wird und sich der, so ein Gewohnheitsrecht so weit in den Köpfen festigt, dass man sagt, das ist eigentlich der Wald, in dem ich halt seit 10 Jahren mich bewege, der ist es eigentlich meiner. Und da entstehen dann die in dieser Befindlichkeit, dass man nicht mehr Gast ist im Wald, sondern den man betreten darf, aber so ein gefühltes Mitspracherecht. In der Umgebung, in der ich mich bewege, da möchte ich auch gefragt werden, was da getan wird. Und dann ist bei uns natürlich eine Linie und eine Grenze überschritten, wo es aufhört. Aber im Großen und Ganzen sind die Waldbesucher eigentlich unsere, ja, könnten auch unsere Multiplikatoren sein, wenn wir das Verhältnis gut managen und im guten Einvernehmen miteinander arbeiten. Eigentlich ein schöner Appell, mit dem wir vielleicht jetzt auch uns öffnen wollen in dieser Podiumsdiskussion und auch einfach mal uns Ihren Fragen stellen wollen und Ihnen auch die Möglichkeit geben wollen, hier mitzudiskutieren und auch Fragen zu stellen. Frau Gabler, wird das Mikrofon Ihnen reichen? Das heißt, wenn Sie etwas sagen wollen, heben Sie die Hand. Frau Gabler stürmt auf Sie zu und wird Ihnen das Mikrofon dann geben. Hier gleich. Wunderbar. Darf ich das selbst sagen? Ich würde es gerne ganz kurz. Mein Name ist Georg Etscheid. Ich bin wie der Johannes Bartka im VLAB aktiv. Ich möchte nochmal das Thema Windkraft ansprechen, ein sehr heißes Thema, was ja direkt mit dem Klimawandel und auch dem Wald zu tun hat. Graf Fugger, Sie haben gesagt, zu Recht, dass Sie sich ärgern darüber, dass Mountainbiker den Wald durchpflügen und natürlich, dass der Paukenkäfer jetzt Kalamitäten und große Schäden hervorruft. Und wenn Sie dann im gleichen Abend sozusagen selbst den Wald niederlegen, um dort riesige, gigantische Windkraftwerke anzulegen, dann störe ich mir ein wenig daran. Das wird mir nicht ganz logisch. Man muss sich vor Augen führen, dass für jede Windkraftanlage ungefähr 1 Hektar Wald geschlagen werden muss. Das sind auch Tausende von Bäumen, die Zuwegung noch mal gar nicht mal eingerechnet. Man muss auch in Betracht ziehen, dass die Windkraftindustrie im Moment massiv in den Wald drängt, weil nur dort noch Flächen vorhanden sind, die man nutzen kann.
wenn Sie nach Hessen gehen, wo die rot-grüne Regierung, wo die schwarz-grüne Regierung ja 2% der Landesfläche für die Windkraft oder freigegeben hat, wenn Sie da sehen, dass selbst Wälder, wertvolle, mythische Wälder wie der Reinhardswald mittlerweile zugebaut werden sollen, dann spottet das nicht nur dem Naturschutz, es spottet dem Landschaftsschutz, es spottet dem Heimatschutz, es spottet überhaupt auch dem Klimaschutz, weil vielleicht, um das noch anzufügen, die erneuerbaren Energien, wir haben im Moment fast schon 30.000 Windräder, machen im Moment nur ein Drittel des Strombedarfs aus, und der Strom repräsentiert ein Drittel des Gesamtenergiebedarfs. Also der Anteil der Windkraft dann wieder ist immer noch verschwindend gering, ganz abgesehen davon, dass oft kein Wind weht und auch keine Sonne scheint. Also ich finde, wenn Sie Ihren Stiftungszwecken gemäß den Wald nachhaltig bewirtschaften wollen, und das verdient meine große Hochachtung, dann sollten Sie in Zukunft davon absehen, Ihren Wald weiter für Windkraft zu opfern. Vielen Dank. Gut, also da sind einige Punkte. Ich glaube, es würde den Abend erschöpfen, wenn ich die alle adressiere, aber vielleicht vorab. Es gibt sicherlich große Probleme oder unterschiedliche Ansichten in der ganzen Frage EEG, in der ganzen Frage Klima oder Energiewende etc. pp. Das möchte ich jetzt einfach alles mal zur Seite schieben, weil da gibt es auch viele Punkte, wo ich mit unserer Regierung nicht konform gehe. Wenn aber, sagen wir, die Gegebenheiten so sind, dass die Politik entscheidet, wir wollen als, Sie hassen den Ausdruck wahrscheinlich, aber als Brückentechnologie die Windkraft forcieren und wollen das auch als Binnenlösung oder als dezentrale Energiequelle fördern und animiert die freie Wirtschaft, sich dort zu engagieren, dann schauen wir uns das natürlich an. Zusätzlich finde ich, die Entscheidung haben wir gemeinsam bei uns im Stiftungsseniorat getroffen. Ich kann damit leben, dass ich weiß, dass wir in jetzt 17 Jahren oder 16 Jahren ja auch verpflichtet sind, einen Rückbau vorzunehmen. Wir auch Liquidität für diesen Rückbau heute schon zur Seite legen. Und 3 Hektar, die wir jetzt als Stiftung, wenn 1 Hektar pro Windrad stimmt, das klingt ein bisschen viel, aber die Zahl kenne ich nicht genau, ich nehme es jetzt mal an. Wenn wir 3 Hektar gerodet haben, um jetzt 17, 18 Jahre lang dort erneuerbare Energie zu erzeugen und die dann wieder als Wald danach bepflanzen, damit kann ich leben. Es ist an einer Autobahn, es ist die ganzen Instanzen, die es vor allem in Bayern braucht, um so eine Genehmigung zu durchlaufen, da sind die Hürden hoch. Und wir haben entschieden, dass wir die zwar nicht wunderschön finden, aber dass wir moralisch kein Problem damit haben, dort Fläche für 3 Windräder zur Verfügung zu stellen. Eine weitere Frage, ich schaue, da wird eine Luft, hier, gut. Ich habe keine Frage, ich möchte nur etwas ergänzen. Wenn man die Diskussion verfolgt, die ich sehr begrüße heute Abend, dann kommt man zu dem Punkt, dass der Wald in einer multifunktionalen Forstwirtschaft betrieben wird, in Deutschland, in Mitteleuropa. Und es sind ganz viele Aspekte, die in dieser Multifunktionalität zusammenkommen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir in Deutschland ein Zertifizierungssystem haben, nämlich PEFC, das in Gesamtdeutschland 2/3 des Waldes zertifiziert hat. In Bayern sind es um die 80%, wo alle diese Aspekte von unabhängigen Dritten überprüft werden, kontrolliert werden in unregelmäßigen, teilweise regelmäßigen Abständen und damit das hohe Niveau der nachhaltigen Forstwirtschaft dokumentiert ist. Dankeschön, Herr Ziegler. Vielleicht können Sie in 2, 3 Sätze sagen, was multifunktional konkret bedeutet. Ja, unsere Wälder in unserer dicht besiedelten Landschaft dienen vielen Funktionen, die Waldfunktion, das ist die Rohstofffunktion, die Erholungsfunktion, die schon genannt wurde,
die Biodiversitätsfunktion als Ort, in dem Arten leben können und erhalten werden. Ein Wald hat Einkommensfunktion für den Eigentümer. Er hat klimatische Funktionen, indem er Sauerstoff produziert. Er hat Gemeinwohlfunktionen in vielfacher Art. Er produziert sauberes Grundwasser. Das ist alles Multifunktionalität. Okay, danke schön. Eine weitere Frage. Ich sehe hier in der Mitte drin. Auf die andere Seite. Sie haben vorgeschlagen, dass also der Wald auch meinetwegen benutzt wird, um Beton zu ersetzen oder Stahl. Und Sie sagten ja, es soll möglichst aus dem deutschen Wald passieren, dieser Ersatz. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der dann quasi der deutsche Wald ausreicht, um diese Mengen Holz zur Verfügung zu stellen als Ersatzstoff. Herr Ziegler? Also es gibt dazu Untersuchungen, dass wenn wir unsere kompletten Neubauten mit Holz machen würden, dass wir nur einen Teil des Zuwachses unserer Wälder brauchen würden. Unsere CO2-Bilanz als Gesellschaft würden wir gigantisch verbessern, denn Stahl und Beton sind extrem energieintensive Rohstoffe bei der Herstellung, die im Augenblick noch gigantisch viele fossile Ressourcen und fossile Energien brauchen und entsprechend CO2 freisetzen. Also ich kann Ihre Sorge nehmen, der deutsche Wald oder der bayerische Wald, der produziert so viel an Zuwachs, dass wir die Bauwirtschaft theoretisch auf Holz umstellen können. Kann ich dazu was ergänzen? Und man muss sich das nicht so vorstellen, dass das alles dann nur so ganz kleine Häuser werden, sondern es wird auch geforscht daran, auch Hochhäuser mit Holz zu bauen. Da wird dann mit Leim und so gearbeitet, um die Formen und so hinzukriegen. Also sieht eigentlich ganz gut aus soweit. In Dubai oder in Abu Dhabi gibt es ein riesiges Museum und aus Holzbauweise. Und ich weiß jetzt nicht, wie hoch der höchste Punkt dort ist, aber weit über 20 Meter oder so. Also das sind richtig komplexe Strukturen, die da heute mittlerweile ganz kurz zur Rückfrage von mir. Sie haben von der Bauwirtschaft jetzt gesprochen. Mhm. Sie haben vorhin selber gesagt, ungefähr das Doppelte, was wir selber an Holz herstellen, wird nochmal importiert. Ist das nicht für die Bauwirtschaft oder ist das für was importieren wir diese Hölzer? Also ich kenne jetzt diese ganzen Import-Export-Zahlen nicht im Detail. Ich kann nur, wenn ich sehe, wo die Sega, was die für Produkte produzieren und wo die hingehen, da gibt es eine sehr rege Exportquote aus Deutschland raus. Das liegt aber damit oder hängt damit zusammen, was für Produkte dieser jeweilige Sega produziert. Also viel geht ja nach Amerika in die Bauwirtschaft. Drum wäre das jetzt eine falsche. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, ob unser Import daran liegt, dass wir die Produkte, die mit dem Holztyp gemacht werden, oder wo da der genaue Haushalt ist. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass ja nur ein Teil in die Bauwirtschaft geht. Allerdings wird leider Gottes auch noch viel Holz, das in der Bauwirtschaft gebraucht wird, importiert aus den nordischen Ländern. Aber der Rohstoff Holz ist überall, durchdringt unseren Alltag und unsere Lebenswirklichkeit in einer Form, den die Menschen nicht wahrnehmen. Von Papier, ich meine, hier in Augsburg müsste das schon bekannt sein. Aber wir haben Holz in wahnsinnig vielfacher Form. Wenn Sie morgen aufstehen und dann oder in der Nacht schon mal ein Papiertaschentuch nehmen, wenn Sie dann auf die Toilette gehen, wenn von der Babywindel bis zur Erwachsenenwindel, von Viskosestoffen, die aus Holz über Biotechnologien immer mehr zunehmen.
Holz als Rohstoffgrundlage hat unser komplettes Leben schon immer bestimmt und macht es auch weiterhin. Deshalb ist diese Menge, die im Bau gebraucht wird, nur eine Schnittmenge, ein Teil des Ganzen. War das die Antwort? Wunderbar. Eine weitere Frage? Hier vorne. Warten Sie kurz, dass Sie das Mikrofon bekommen. Dankeschön. Grüß Gott. Also ich bin Förster im richtigen Leben und mit dem ganzen Themenkomplex sehr stark konfrontiert. Ich hätte zuerst ein Statement. Erbgraf Fugger hat vorhin erwähnt, Probleme mit Mountainbikern. Und ich erinnere mich an eine Versammlung in Kübach und das eigentlich für mich Frappierende war, dass klar geworden ist, dass erhebliche Teile der Anwesenden nicht wusste, dass Wald einen Eigentümer hat. Das ist faktisch für ganz viele Spielwiese, aber es wird nicht erkannt, dass es einen Eigentümer gibt. Es war neulich in der Lokalzeitung hier ein Artikel, da ging es um Rechte im Wald. Auch in diesem Artikel ist nichts erschienen, dass Wald einen Eigentümer hat. Jetzt leben wir in Bayern, wir haben glaube ich mittlerweile fast 14 Millionen Einwohner, ganz viele leben in Ballungsräumen und ganz viele sind ganz weit weg vom Wald. Wenn ich im Englischen Garten spazieren gehe und treffe irgendjemanden und sage, ich bin Förster, dann erlebe ich regelmäßig folgende Situation: Augenaufschlag, glückliches Lächeln, kennen Sie Peter Wohlleben? Ich kämpfe dann einen Schreikrampf runter und sage, ja, kenne ich. Und finde ich furchtbar. Aber es ist ganz typisch, wir leben in einer neuen Romantik. Ganz viele Teile unserer Bevölkerung sind ganz weit weg vom Wald. Aber sie haben Meinungen dazu. Und im Deutschen ist der Wald sehr wichtig. Und jetzt kommt Greenpeace. In diese Nische stößt Greenpeace. Dieses Gefühl zu bedienen, das sind welche, die auf der Fläche wirtschaften. Die schaden dem Wald eher. Und wir retten den Wald. Und die Frage geht im Endeffekt an Sie, Herr Ziegler. Vor geraumer Zeit, ihr erinnert mich, Spessart, unglaublich gut gemachte Fernsehbeiträge, wo sinngemäß mit Tränen in den Augen die letzte dicke Buche Bayerns in einen Container verladen und nach China gefahren wird. O-Ton, irgendein treu doofer Waldarbeiter dort, der mitleidet. Die Menge ist sich sicher, die Forstwirtschaft ruiniert den Wald. Und kurze Zeit später kam das Ergebnis der neuen Bundeswaldinventur mit der Kernaussage, wir haben mehr dicke Buchen denn je. Und jetzt die Frage, wo war die Reaktion der Verbände in der Situation Greenpeace vorzuführen und zu sagen, Leute, alles Lüge, was ihr macht. Das habe ich damals gewaltig vermisst, keine Reaktion von offizieller Seite und weiter wird die Forstwirtschaft als die groben Waldvernichter dargestellt. Herr Ziegler, Ihr Ball. Ja, ich kann mich noch ganz gut an die Kampagne von Greenpeace erinnern. Da war ich noch nicht in Amt und Würden, aber habe das auch schon intensiv verfolgt. Wissen Sie, wir diskutieren sehr häufig darüber, ob man mit einer öffentlichen Gegenrede eine Sache nicht noch verstärkt. Denn am Ende des Tages sind die haben die entsprechend höheren Vertrauenswerte in der Bevölkerung. Und das Tragische ist, dass man manchmal, wenn man massiv darauf einsteigt, so eine Kampagne noch künstlich befördert und die Ziele dieser Kampagne sogar verbessert oder die Zielerreichung sogar verbessert. Soll jetzt keine Entschuldigung sein. Wir haben allerdings kurz darauf, Sie haben es richtig gesagt, kam die Bundeswaldinventur und hat die echten Fakten auf den Tisch gelegt, nämlich dass unsere Wälder immer älter werden, gemischter werden, in allen Parametern eigentlich besser werden. Und das haben wir dann versucht, intensiv zu spielen.
Aber es ist eine Riesenherausforderung, solche alternativen Fakten von einigen zu widerlegen, vor allen Dingen, wenn sie so in der Gesellschaft und auch in den Mainstream-Medien verankert sind. Also ich kenne jetzt keinen, der sich da aufstellt und laut sagt, dass diese Behauptung von Greenpeace falsch ist. Das traut sich doch heute keiner mehr sagen. Darf ich da auch noch einen Satz dazu sagen? Also erstens sind Negativmeldungen immer willkommen in der Presse. Also das spielt schon mal in die Karten von so einer Aktion, wenn man dann hingeht und sagt, und jetzt haben wir hier ein paar tolle Positivmeldungen, schaut mal, wie toll die Waldinventur ausschaut, dann gehen die und sagen, das interessiert mich eigentlich nicht als Journalist. Der andere Punkt ist, und ich krieg das durch meine Verbandsarbeit ein bisschen mit, wenn man mal schaut, wie ein Greenpeace oder auch Naturschutzverbände finanziell ausgestattet sind. Und wenn man dann auch mal mit dem Baron Guttenberg spricht, wenn er aus Brüssel zurückkommt, mit welchen Mitteln er dort die 2 Millionen Waldbesitzer vertritt, die sind nämlich quasi nicht existent, die Mittel. Und im Nebengebäude sitzen tausende Beamten, die sich auch Lobbygruppen, die sich Naturschutzthemen widmen. Ich sage in keinster Weise, dass das nicht wichtig ist. Und ich soll auch nicht so rüberkommen, als bin ich gegen Naturschutz, überhaupt nicht. Aber ich bin gegen falschen Naturschutz. Und Greenpeace ist das beste Beispiel. Das ist eine globale Organisation, die hat Geld, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn die sich auf ein Thema setzen, dann können wir als kleiner bayerischer Verband und auch als Bundesverband, das ist ein Strohfeuer, wenn wir da Geld in die Hand nehmen und versuchen, eine eigene Kampagne zu starten, wenn die Medien unsere Themen nicht aufnehmen wollen. Wir haben heute zum ersten Mal jetzt ein bisschen ein, reißerisch ist der falsche Ausdruck, aber ein Aha-Artikel in den Medien gesehen zu dem Borkenkäfer-Thema. Wir wissen das seit über 3 Wochen, dass bei uns direkt in der Nachbarschaft in Tschechien ein wirkliches Desaster stattfindet. Und wir wissen das seit Beginn des Sommers, dass es Betriebe gibt, die ihren 3-4-fachen Einschlag an Kalamitäten zu verzeichnen haben durch den Borkenkäfer. Die Medien finden das so medium spannend, wenn sie nicht irgendwie Bilder zeigen können, wo die ganze Landschaft schon kahl dasteht. Wenn Greenpeace sich auf so ein Thema setzen würde und sagen, wir wollen nicht, dass das ist ein neuer Typ Borkenkäfer, der wird jetzt ganz gemütlich in unsere deutschen Sägewerke gefahren, weil die Sägewerke hier dieses tschechische Holz kaufen. Wenn Greenpeace sagen würde, das Thema nehmen wir uns jetzt vor. Wir können doch nicht diese Mutation des Käfers, oder was ist der offizielle Ausdruck dieses Käfers, den können wir jetzt nicht in unser Land reinholen und wir machen da jetzt eine Kampagne. Dann bin ich überzeugt, dass wir vor 3 Wochen, hätte jeder zweite Deutsche gewusst, was da gerade los ist. Herr Bratka. Ja, ich finde Ihr Statement bzw. Ihre Einlassung sehr interessant und ich teile die auch zu 100%. Unsere Feststellung ist, unser Wald, der, wie wir jetzt eine Stunde lang erörterten, nachhaltig, weitgehend nachhaltig und sehr gut bewirtschaftet wird, wird zunehmend politisiert. Der wird als Vehikel gebraucht, missbraucht. Greenpeace, der Name ist gefallen, das kann ich nur bestätigen. Beispiel Hambacher Forst ist jeden Tag in den Gazetten, in den Medien, was läuft da? Es wird ein Waldgebiet, 400 Hektar, abgeholzt. Das hat einen Eigentümer, ist gerichtlich durch zig Gerichtsinstanzen durchlaufen, wurde genehmigt und dann kommt eben wieder Greenpeace, missbraucht, sage ich bewusst, junge Menschen, junge engagierte Menschen vor diesen Baumbesetzern, vor diesen jungen Leuten, habe ich große Hochachtung. Aber das sind Opfer, die werden missbraucht für ein politisches Thema. Und jetzt sind wir wieder dabei, Klimawandel, auch der Klimawandel wird missbraucht. Und ich vermisse eben diese Demonstranten, weil wenige Kilometer entfernt wird auch ein Wald gerodet für Windkraftwerke.
Da demonstriert keiner, ja. Das wird überhaupt nicht in der Presse erwähnt und ich muss attestieren, es gibt zwischenzeitlich bei uns gute Waldvernichtung und schlechte Waldvernichtung. Und so wird der Wald instrumentalisiert und politisiert. Das geheime Leben der Bäume wurde eben gerade angesprochen. Sie haben das wahre Leben der Bäume geschrieben. Übrigens ist das Buch hinten auch zu kaufen. Schleichwerbung ist in dem Fall erlaubt. Das sage ich jetzt einfach mal. Wenn Sie rausgehen, werden Sie es dort hinten sehen. Es ist vielleicht auch ein gutes Mitbringsel. Weihnachten ist vor der Tür. Aber Sie haben auch gezuckt und wollten noch etwas sagen. Genau, also Greenpeace und auch ähnliche Organisationen wie NABU und so weiter, die leben davon, dass sie sich quasi als die Guten darstellen können. Die suchen immer diesen Konflikt, wo sie sagen können, oh, die böse Lobby haut auf uns drauf und die anderen sind nur geldgierig und wir sind die Guten. Ja? Und in dem Fall würde ich da zustimmen. Wenn man immer das Spiel mitspielt, ist das ziemlich dumm. Man muss oft dann auch sich mal beleidigen lassen und sagen, ja gut, machen wir jetzt nicht mit. Aber wo man diese Zahlen dann nutzen kann, wie die Waldinventur ist in der Politik, in der Lobbyarbeit, weil da können Sie sich sicher sein, dass die Verbände auch gute Beziehungen haben und mit diesen Zahlen dann auch die richtigen Leute erreichen. Es ist da nie in den Medien, aber trotzdem wird was für den Wald getan. Ich schaue noch einmal in die Runde und sehe momentan sofort zwei Hände mindestens nach oben schießen. Machen wir jetzt ganz schnelle Runde nochmal, oder waren es sogar drei Hände? Machen wir noch eine ganz kurze Runde. Hier nochmal, ich glaube, Graf Hund hat auch nochmal. Ja, Herr Halbe, ich wollte nur noch mal fragen, Stillen buchen Ihre Jugend und wie artenreich ist denn, der Deutsche hat ja den Buchenhain in erster Linie im Kopf, wenn er an Wald denkt, scheinbar, also Zimmertapeten sind auf alle Fälle Buchenwälder und keine Fichten. Und wie schaut es denn mit der Artenreichtum in den verschiedenen Beständen aus? Also ich habe immer so das Gefühl, wenn man der Buche nicht auf die Sprünge hilft, mittels Wildschwein oder so, dann kommt da aber auch keine Jugend hoch. Ich glaube, keine Baumart ist so brutal wie die Buche. Das würde ich auch so sehen. Also Buchen sind ja deswegen die heimische Top-Baumart, sozusagen, wenn man sie ließe, weil sie alles andere umbringen. Also die wachsen einfach schneller und dann machen sie oben zu, lassen kaum mehr Licht durch und dann kommen die meisten Baumarten damit nicht mehr klar. Und es ist ein Buchenwald. Ja, und zum Kinderstillen. ich würde sagen, es gibt wie bei allen Arten, auch bei der Buche, die sogenannte intraspezifische Konkurrenz. Das heißt, dass sich Lebewesen innerhalb einer Art auch Konkurrenz machen. Und ja, glaube ich nicht an diesen Prozess, dass sie ihre Nachkommen so sehr unterstützen. B, was ich noch schlimmer finde, ist es überhaupt so zu nennen. Selbst wenn da irgendwelche Nährstoffe fließen würde, wieso stillen? Es ist ein Säugetierbegriff, der da wirklich überhaupt nichts zu suchen hat. Das ist dann wirklich nur ein Versuch, menschenähnliche Assoziationen aufzubauen, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Eine Frage war. Zurückgezogen. Dann schaue ich noch mal ganz kurz. Hier gibt es noch eine Frage noch. Gut. Guten Abend. Ich wollte jetzt nur noch mal auf das Thema Greenpeace kurz eingehen. Ich finde, die Formulierungen, die Sie da gefunden haben, das ist Schwarz-Weiß-Malerei. Auch diese Verbände, und da kann man jetzt einige Verbände hernehmen, ob es der BUND ist oder auch andere, NABU, haben zwei Gesichter. Die machen nicht alles verkehrt. Sie haben auch zu wenig Transparenz, wie so viele andere auch, und sie haben eben auch wenig Lobbyismus. Also viele Sachen, die bei uns passiert sind, hätte man verhindern können, wenn man transparent miteinander geredet hätte. Da schaue ich jetzt gerade den Graf Fugger an. Ich bin ein Betroffener zum Beispiel von Windrädern und wir haben versucht zu reden, das war aber nicht möglich. Heute ist es so, dass im Blumenthaler Forst, man kann jeden Tag tote Fledermäuse auflesen, weil sie dort einfach erschlagen werden.
ich kann sie Ihnen zeigen, sie sind in meiner Gefriertruhe. So, das war dann alles. Also das sind zwei Punkte, wie ich es verstanden habe. Klar, ich verurteile jetzt nicht Greenpeace globally, wobei ich da durchaus schon an der einen oder anderen Stelle mal Dinge gelesen habe über die Organisation, wo ich mir dann die Frage stelle, was ist da so richtig die Intention oder wo werden welche Mittel eingesetzt. Das ist leider oft so bei Organisationen, die dann so eine Größenordnung annehmen und so viel Macht haben und so viel Geld im Spiel ist, dass sie vielleicht ihren originären Zweck nicht mehr so richtig erfüllt. Ich habe einfach nur, das haben Sie ja vorhin auch gehört, ich reagiere da natürlich emotional, wenn meines Erachtens eine falsche Information in einer Aktion jetzt mit der Douglasie auch noch in einem zerstörerischen Beispiel, das geht einfach nicht. Und es ist ja nicht so, als hätte Greenpeace, Herrn Ziegler war zu der Zeit noch nicht da, aber angerufen und gesagt, also können wir uns jetzt mal zusammensetzen, weil ihr habt gewisse Fakten oder gewisse Meinungen in dem Thema und hier ist unsere Meinung und jetzt versuchen wir die irgendwie mal auszuräumen. Oder zeigt uns doch mal, wer eure Wissenschaftler sind, die und die Themen aufgearbeitet haben. Das hier sind unsere und so weiter. Also da haben die ja kein Interesse dran, weil dann haben sie ja auch kein Thema mehr, was sie so spielen können in dem Fall. Zum Thema Windkraft. Also ich war jetzt, sagen wir, nicht primär involviert in der gesamten Genehmigungsphase. Das ist relativ komplex. Sie wissen ja auch, wer, sagen wir, die operative Verantwortung dort hat. Ich kann aber durchaus sagen, dass mein Verständnis dieser Verfahren, vor allem wie sie hier in Bayern sind, da gibt es ganz lange Einspruchs- und sagen wir Meldemöglichkeiten, die Meinung zu äußern. Da melden sich ja auch die unterschiedlichsten Verbände. Da können sich auch Privatpersonen innerhalb dieser Fristen involvieren. Und das wird ja auch sehr rege angenommen. Insofern wundert es mich, dass Sie sagen, Sie haben versucht, Kontakt zu suchen und da gab es keine Resonanz. Da gibt es ja auch einen Rechtsweg, der genau das verhindert, dass alle gehört werden. Und der zweite Punkt bezüglich der Fledermäuse, komme ich mal mit Herrn Dauner vorbei, ist mir neu, dass da so viele Schlagopfer sind, höre ich heute zum ersten Mal. Mein Verständnis war, dass natürlich gibt es in der Windkraft die unterschiedlichsten Schlagopfer, die sind sicherlich bei den alten Windrädern in der Küstenlandschaft sehr viel höher auf der Freifläche. Im Forst und bei den heutigen Windrädern, die ja teilweise fast 100 Meter Nabenhöhe haben, hat diese Anzahl oder diese Gefahr meinem Verständnis nach stark abgenommen. Nicht zuletzt ist es auch so, dass die gefährdeten Rotmilane etc. ja auch nicht über dem Wald jagen. Also das ist ja immer so das Argument, dass die dann gegen die Räder fliegen. Ich glaube, das passt heute auch nicht in den Abend rein. Ich komme da gerne vorbei. Und ich glaube, ich habe vorher eingangs gesagt, wie wir auch zu dieser Entscheidung gekommen sind, dass wir dieses Projekt umsetzen mit allen Vor- und Nachteilen. Damit schließen wir. Wollen wir noch eine? Es sind jetzt doch noch zwei Fragen aufgekommen. Nutzen wir es ganz kurz, machen wir, wenn möglich, um den Abend nicht zu lang zu machen. Ansonsten, wir haben nachher ja noch ein Get-Together, wo wir dann auch noch weiterreden können, aber jetzt noch zwei Fragen. Bitte schön. Ich will mal etwas Positives sagen. Ich glaube, die Zukunft ist positiv für den Wald, weil wir sind auf der Welle, dass die Plastiksachen abgeschafft werden in der Verpackung und so weiter. Und was gibt es da als Alternative? Nur Holzprodukte. Das wollte ich nur mal sagen, man soll positiv denken. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz zu der Windkraft auch ein bisschen noch Stellung nehmen. Es war jetzt ganz viel Anti-Windkraft und es ist bestimmt nicht die idealste Lösung.
Aber die Braunkohle, und da sind wir dann bei guten und schlechten Waldabholzungen, dem Wald ist es natürlich egal, aber die Braunkohle, die da gefordert werden soll, ist meines Wissens das Klimaschädlichste, was wir überhaupt haben können. Und solange die Bevölkerung nicht im großen Maßstab auf Energienutzung verzichtet, brauchen wir die am geringst schädliche Energiequelle, die wir haben. Denn der Klimawandel fällt ja nicht vom Himmel, sondern der ist genau durch das Verbrennen von fossilen Rohstoffen entstanden oder wird dadurch ganz stark befeuert. Und auch wenn vielleicht weder die Solarenergie noch die Windenergie völlig schadensfrei ist, ist es doch immer die Abwägung nach der Gravität der Schäden. Und weder die Atomenergie noch Braunkohleverstromung oder Erdölverstromung kann wirklich eine tragfähige Lösung auf Dauer sein. Also müssen wir vielleicht auch noch ein kleines bisschen weiterdenken, aber jetzt dann nur zu sagen, die Windenergie bringt Schlagopfer, schaut nicht schön aus und spiegelt mir Schatten in mein Wohnzimmer, halte ich irgendwie auch nicht für sehr sinnvoll, wenn ich nicht einstehen will, kochen, Licht, Fernsehschauen und so weiter. Vielen Dank für diese unglaublich intensive, konzentrierte Diskussion. Ich finde das sehr, sehr spannend. Es ist ein unglaublich weites Feld, das wir heute besprochen haben. Höchstwahrscheinlich noch lange nicht zu Ende. Das Gute ist, wir müssen jetzt nicht sofort alle nach Hause rennen, sondern wir haben tatsächlich die Möglichkeit, in einem Get-Together hinten noch zusammenzustehen, etwas zu trinken, eine Kleinigkeit zu essen, mit einer VR-Brille, mit einer Virtual-Reality-Brille in diesem Holzkasten, den Sie dort hinten sehen. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, Sie können da reingehen und seine Maske tragen und dort wird Herr Dauner noch Ihnen noch viele weitere Sachen erklären. Es sind, glaube ich, nur 3 Brillen da, das heißt, man kann da nur nach und nach reingehen. Nutzen Sie das. Das ist ein unglaubliches Erlebnis. Wenn Sie noch nie VR erlebt haben, dort haben Sie auch die Möglichkeit, das sich mal anzuschauen. Bevor wir aber aufstehen und nochmal anstoßen, vielleicht möchte ich Sie bitten, nochmal einen lauten, deutlichen Applaus für die Diskutanten des heutigen Abends zu geben. Für Josef Ziegler, für Alexander Graf Fugger Babenhausen, für Torben Halbe und für Johannes Radger. Es ist Teil einer größeren Veranstaltungsserie des Fugger Forums und da möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass es überhaupt stattfinden kann bei dem Familienseniorat und da ist die Vorsitzende Gräfin Thun-Fugger auch da. Vielen Dank, dass Sie das unterstützen. Vielen Dank natürlich an die ganze Familie, dass Sie das ermöglichen, aber jetzt namentlich auch einfach mal Sie als Vorsitzende genannt. Sehr schön, dass Sie auch da sind und vielen Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, Sie fanden den Abend genauso spannend und anregend wie auch ich. Wenn ja, dann werden Sie vielleicht auch die anderen Formate des Fugger Forums sehr, sehr spannend und interessant finden. Zum Beispiel, der nächste findet statt am 15.11. im Lilium, das ist das Kino unten am oberen Graben. Dort werden wir Fundstücke aus dem Fugger-Archiv vorstellen. Das ist eine unglaublich unterhaltsame und interessante Veranstaltung. Dort werden dann sehr obskure, lustige, unerwartete Funde aus dem Archiv gezogen. Herr Kalk, der Archivleiter, findet da immer tolle Sachen und seine Mitforscher haben dort tolle Geschichten dazu erzählen. Es ist ein Erlebnis der besonderen Art. Ich würde mich sehr, sehr freuen, auch Sie dort erleben und sehen zu können. Ansonsten vielen Dank nochmal, schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause. Und jetzt erstmal aber noch hinten ein Drink. Dankeschön.